Wenn Mieter einfach mutwillig ihre Miete nicht mehr bezahlen, das Objekt beschädigen und Müll rumliegen lassen, sodass Ungeziefer angezogen wird und sich schon die Nachbarn beschweren, hat man als Vermieter hier in den USA nur noch eine letzte Chance, und zwar die Zwangsräumung, die sogenannten Evictions. Evictions sind derzeit in den USA untersagt, oder auch nicht. Was eine Eviction ist und wie eine Eviction abläuft, all das erfährst du in diesem Video. Let's get into it. Willkommen bei der Lucas Show. Auf meinem Kanal geht es rund um die Themen Immobilien und Investitionen hier in den USA. Gemeinsam mit Investoren kaufen, entwickeln und verwalten wir tolle Ein- und Mehrfamilienhäuser hier in der Gegend in und um Philadelphia an der Ostküste. Ich habe viel Feedback und Themenwünsche von euch bekommen, dass ihr mehr zum generellen Vermietungsprozess hier in den USA wissen wollt. Also mehr die Formalitäten, wie läuft das ab, das hinter den Kulissen. Und genau aus dem Grund handeln die nächsten Videos von diesen Themen. Wenn dir das Video hier gefällt, vorab, lass mir schon mal ein Like da, ein Abo meines Kanals, damit verpasst du keins meiner Videos mehr. Themenwünsche, ganz klar, schickst du mir entweder bei Insta direkt oder hier unter das Video. Auf geht's mit unserem heutigen Thema. In den kommenden beiden Videos geht es rund um das Thema Zwangsräumung, also die sogenannten Evictions. Das Thema ist recht lang in diesem Fall, deswegen, YouTube sagt mir, lange Videos guckt eh keiner, deswegen mache ich daraus zwei Videos. Im ersten Video, also diesem hier, schauen wir uns an, was ist eine Zwangsräumung, wie läuft sowas ab, wie ist der Prozess, wie kommt es dazu und was sind die Sachen, die schiefgelaufen sein müssen, bevor es überhaupt zu einer Zwangsräumung kommt. Und im zweiten Teil, der ist eher für die Hartgesottenen, da zeige ich dir eine Live-Zwangsräumung, also nicht die Live-Zwangsräumung, wie die Leute geräumt werden, aber das ist ein Fall, der letzte Woche bei einem unserer Co-Investoren auftrat und eine der ersten Zwangsräumungen seit dem Eviction-Ban ist. Das ist ziemlich, nichts für schwache Nerven, deswegen das zweite Video nur unter Vorbehalt. Das Thema Zwangsräumung, also die Evictions, das klingt für viele, das ist hart und gemein vom Vermieter gegenüber dem armen Mieter. Aber es ist ein notwendiges Mittel, denn nur so bleibt die Möglichkeit für die Investoren und die Vermieter erhalten, günstigen Wohnraum überhaupt zu schaffen bzw. zu erhalten. Weil wenn einer seine Miete nicht mehr bezahlt, warum soll der andere dann das Haus instand halten bzw. neue Häuser bauen, damit andere Leute darin wohnen können? Macht keinen Sinn. Also das ist so ein Nehmen und Geben von beiden Seiten. Die Mietverhältnisse hier in den USA sind natürlich immer recht schnell kündbar, sind befristet, aber dennoch kommt es zu Zwangsräumungen. Aber warum muss denn überhaupt zwangsgeräumt werden? Da gibt es verschiedene Gründe, warum ein Vermieter einen Mieter rausklagen muss. Beispielsweise sind die Mietverhältnisse hier in den USA generell befristet, das heißt ein Jahr, je nachdem, oder zwei Jahre. Und dann kann es sein, dass Mietverträge entweder in eine sogenannte Monats-zu-Monats-Regelung übergehen oder einfach enden. Und wenn sie dann enden und die Mieter nicht ausziehen, dann werden sie zu sogenannten Squattern, also Hausbesetzern. Die wohnen einfach da ohne Mietvertrag. Und dann muss man sie rausklagen. Andere Gründe zum Rausklagen wären: Der Mieter hat sich nicht an den Vertrag gehalten, hat also seine Miete nicht bezahlt oder zahlt nie pünktlich oder zahlt sie nur teilweise. Oder er hat andere Vertragsbrüche begangen, wie zum Beispiel mit dem Feuermelder rumgespielt, weil er in der Wohnung rauchen möchte, also sich nicht an den Mietvertrag gehalten hat und in der Wohnung geraucht hat. Direkten Schaden am Haus herbeigeführt hat, indem er zum Beispiel immer die Toilette mutwillig verstopft oder je nachdem Wasserschaden herbeiführt. Nachbarn bedroht ist auch ein Grund. Ja, die Wohnung nutzt, um darin illegale Geschäfte zu machen. Das ist in manchen Städten oder Gegenden, auch in Philadelphia, nicht üblich, aber kann vorkommen. Und last but not least, es kann natürlich auch sein, dass der Eigentümer selber in das Haus einziehen möchte und deswegen der Mieter raus muss. Natürlich nur, wenn der Mietvertrag geendet ist und der Mieter nicht auszieht. Das heißt, die Zwangsräumung ist nicht einfach mal so gemacht. Das muss man natürlich schon mit Prozess und richterlicher Genehmigung und Sheriff eintüten. Das macht man nicht einfach mal so. Und das macht auch keiner Seite Spaß. Und allen diesen Gründen geht eigentlich immer ein gewisser Kommunikationsprozess voraus. Also jeder Mieter wird mindestens ein-, zweimal verwarnt, bevor er eviktet wird. Das heißt, eine Zahlungsaufforderung oder eine sogenannte Notice, dass der Mieter das bitte einstellen soll, zum Beispiel in der Wohnung rauchen oder ähnliches, geht so einer Eviction eigentlich generell voraus. Also niemand hat an einer Eviction Spaß. Es hat keinen Vorteil für den Vermieter und es hat keinen Vorteil für den Mieter. Der Hauseigentümer bzw. Vermieter hat dadurch ja nur Kosten und der Mieter hat am Ende eigentlich einen zerstörten Credit Score, weil das ist die einzige Variante oder der einzige Angriffspunkt, den ein Vermieter hier hat, den Credit Score des Mieters zerstören. Also wie gesagt, wenn man Eviction hat,
dann fällt der Kurs ganz steil nach unten und es bleibt sozusagen auf dem Kerbholz desjenigen, der da evicted wurde. Und es ist immer nachvollziehbar, dass der schon mal aus einer Wohnung rausgeklagt wurde. Das heißt, der Credit Score ist für den Mieter im Arsch und eine neue Vermietung bei einem neuen Vermieter, wenn der Nachforschung anstellt, dann findet er auch raus, dass dieser potenzielle neue Mieter schon mal eine Eviction hatte. Das heißt, es hat eigentlich keine Seite, irgendwas an diesem gesamten Prozess zu gewinnen, außer dass der Vermieter sein Haus wiederkriegt, sein Eigentum. Ein relativ verbreitetes Mittel, um so eine Zwangsräumung für beide Seiten erträglich zu machen, ist das sogenannte Cash for Keys. Also das heißt wirklich so. What? Heißt das wirklich, hey Vermieter, du gibst mir die Summe X, ich geb dir die Schlüssel, zieh sofort aus und wir vergessen die Sache? Echt? Ja. Aber selbst das lehnen derzeit einige Mieter sogar ab. Leider ergeben sich durch die Lage hier in den USA auch derzeit Schwierigkeiten im Wohnraum. Auf der einen Seite ist es schwer für Mieter, neue Wohnungen zu finden, weil die einfach nicht frei werden. Und auf der anderen Seite für Vermieter ist es natürlich schwer, Wohnungen auf den Markt zu bringen, in denen Mieter drin sind, die halt einfach nicht gehen wollen und auch keine Miete mehr bezahlen. In den meisten US-Bundesstaaten kann man aufgrund des sogenannten Eviction Bans gar keine Leute mehr aus den Wohnungen räumen lassen, weil sie ihre Miete nicht mehr bezahlen, sondern sie bleiben da und der Vermieter, der hat eben das Nachsehen. Viele Leute haben genau dieses System für sich gerade entdeckt und spielen es natürlich voll aus. Die Kurzfassung des Eviction Bans ist, niemand kann mehr geräumt werden, also zwangsgeräumt werden, nur weil er seine Miete nicht mehr bezahlt. Dafür müssen die Mieter nur ein Statement abgeben, also einen Zettel ausfüllen, wo sie sagen, sie haben finanzielle Schwierigkeiten aufgrund von Covid. Wie groß die Schwierigkeiten sind, ob sie realistisch sind, also ob die Mieter wirklich Schwierigkeiten haben, muss nicht belegt werden. Das heißt, die brauchen nur diesen Blankozettel ausfüllen, unterschreiben, fertig. Und schon sind sie unter diesem Schutz des Eviction Bans. Und genau dieses System nutzen viele Mieter gerade aus. Der Eviction Ban wurde unter Trump eingeführt, wurde von Biden verlängert und wurde von der CDC jetzt nochmal neu aufgesetzt. Das Ganze wurde schon vor den Gerichten angefochten, verworfen, angefochten, verworfen. Fakt ist, aktuell gilt der Eviction Ban. Wie lange der noch gilt, wann der ausläuft und ob beim Auslaufen dieses Eviction Bans dann eine Flut von Räumungsklagen kommt, das ist reine Spekulation. Die Gründe, warum Mieter in finanzielle Schieflage geraten, die sind vielfältig, vollkommen klar und das ist auch berechtigt, weil derzeit haben eben durch dieses viele gerade weltweit Probleme, auch hier in den USA. Aber das ist nichts, was man nicht gemeinsam durch Kommunikation, offene Kommunikation mit den Hausverwaltern, mit den Hauseigentümern lösen kann. Und genau für solche Schieflagen gibt es hier in den USA, festhalten, staatliche Programme, die einspringen. Wenn Mieter und Vermieter an einem Strang ziehen und gemeinsam erklären, dass das so ist, wie es ist, dann gibt es staatliche Programme, die hier in den USA einspringen können. Aber wenn man das nicht kommuniziert und versucht, das System auszuspielen, dann kann es natürlich passieren, dass das System auch mal zurückspielt. Einen solchen Kandidaten, der versucht hat, das System auszuspielen, wo das System aber Bande gespielt hat und knallhart zurückgeschossen hat, den lernst du im Teil 2 dieses Videos kennen. Da schießt das System eben auch mal knallhart zurück. Wenn der Mieter einfach die Zahlung einstellt, laufen für den Vermieter und Hauseigentümer die Kosten natürlich weiter. Die Bankraten müssen bedient werden. Bankraten werden auch nicht einfach ausgesetzt, nur weil Financial Hardship da ist. Ja, es gibt hier Ausnahmen für staatlich besicherte Kredite, aber das sind die wenigsten. Die Versicherungskosten für den Vermieter und den Hauseigentümer, die laufen natürlich weiter, das Haus muss versichert bleiben. Die Steuerlast, die wird auch durch die Financial Hardship des Mieters nicht weniger. Diese Kosten laufen weiter, also die Einnahmen brechen weg, die Ausgaben bleiben gleich. Das macht man als kleiner Vermieter oder Hauseigentümer nur eine gewisse Zeit lang mit, bis einem selbst der Genickbruch droht. Und dann ist natürlich, ja, was dann? Wozu das führt, sieht man bereits. Viele Hauseigentümer verkaufen ihre Objekte, müssen ihre Objekte verkaufen, weil sie es einfach nicht mehr leisten können und haben damit natürlich einen krassen Wertverlust. Denn wenn Mieter in diesem Haus sind, die nicht rausgeklagt werden können und einfach keine Miete bezahlen und man die Wohnung nicht neu vermieten kann, dann muss natürlich jeder neue Käufer genau diese Probleme einpreisen. Das heißt, diese Häuser müssen unter Wert verkauft werden und niemand kauft diese Häuser. Niemand? Naja, fast niemand. Wenn wir die Probleme im Räumungsprozess aufgrund der derzeitigen Lage einfach mal ignorieren, dann ist in den USA
der Zeitraum von diesem Filing, also wenn man sagt, man will zwangsräumen bis zur Räumung hin, eigentlich ein ganz standardisierter, durchgeplanter Strafverprozess innerhalb von wenigen Wochen durchführbar. Dieser Prozess variiert von Bundesstaat zu Bundesstaat. Da wir hier in Pennsylvania investieren, schauen wir uns mal den Pennsylvania-Räumungsprozess an. Da gibt es eine Seite, das iProperty Management, den Link, den setze ich dir unter das Video. Da kannst du den Prozess nochmal anschauen, aber jetzt gehen wir ihn erstmal durch. Hier sind wir auf der iProperty Management Seite. Hier sind nochmal alle Schritte, die bis zur Eviction hin notwendig sind, nochmal einzeln aufgelistet. Aber hier unten dieser Flowchart, also diese Prozessübersicht, gibt eigentlich einen ganz guten Eindruck, wie das Ganze abläuft. Der erste Schritt ist, der Landlord gibt dem Tenant, also der Vermieter gibt dem Mieter eine Notice. Das sind zum Beispiel entweder ein Brief oder es muss halt sichergestellt sein, dass der Tenant ihn lesen kann. Und da reichte auch schon ein Anschlag an der Tür. Das heißt, das ist so ein Papier, was man an der Tür anschlägt. Steht drauf Notice to Evict oder Notice to Move Out. Und das kann der Tenant jetzt ignorieren oder er kommt der Notice nach. Also die Notice kann zum Beispiel sein, lieber Tenant, du hast deine Miete nicht bezahlt oder nicht pünktlich bezahlt oder nicht vollständig bezahlt. Jetzt hat der Tenant in diesem Fall natürlich die Möglichkeit, das Ganze zu heilen, also das Issue zu curen. Oder er zieht einfach aus. Wenn das der Fall ist, dann ist der Prozess hier abgeschlossen. Macht der Tenant das nicht, dann ist der Landlord am Zug und muss nach einer gewissen Frist dann bei Gericht eine Beschwerde einlegen. Das Gericht schaut sich das Ganze dann an und informiert innerhalb einer Frist von 10 bis 30 Tagen, natürlich jetzt vor diesem ganzen Covid-Kram, den Tenant über die Situation und dann kann der Tenant seine Meinung sagen und wird auch nochmal angehört. Und dann nach 7 bis 10 Tagen gibt es dann ein Judgment hier unten. Und dieses Judgment besagt jetzt, entweder der Tenant hat recht, ja, lieber Landlord, halt die Füße still, dann bleibt der Tenant, wo er ist und der Prozess endet hier. Ist das Judgment, also das Urteil für den Vermieter, dann gibt es dieses Writ of Possession. Das heißt, der Tenant kriegt eine Final Warning und hat die Wohnung, das Haus zu räumen. Und zwar innerhalb von 5 Tagen. Also wir gehen nochmal durch, wir sind jetzt hier. 10 bis 30 Tage, 7 bis 10 Tage und nochmal 5 Tage. Das heißt, nach 45 Tagen im Regelfall ist das Ganze so weit, dass hier entweder der Sheriff mit Law Enforcement aufkreuzt oder eben nicht. Also nach 5 Tagen ist der Tenant immer noch in der Rental Unit. Nein, der Tenant ist ausgezogen, bevor der Sheriff anrückt, dann ist der Prozess zu Ende. Wenn der Tenant noch in der Wohnung ist, dann wird der vom Sheriff vor die Tür gebeten und der Vermieter hat dann die Möglichkeit, innerhalb von 10 Tagen dem Tenant Zutritt zu geben zum Haus und er kann dann seine Sachen ausräumen. Das heißt, das ist genau der Fall, wenn der Tenant mit dem Sheriff noch, also der Sheriff kommt ans Haus und der Tenant ist noch im Haus, dann ist genau das der Fall. Der Sheriff sagt, du darfst deinen Rucksack packen und mit den Sachen, die dir wichtig sind. Der Rest bleibt hier und du gehst jetzt raus vor die Tür. Und hinter dem Tenant vor der Tür wird die Tür abgeschlossen. Und das ist der knallharte Prozess. Also wer das nochmal nachlesen möchte, hier iProperty Management, den Link, den setze ich dir natürlich unter das Video. Mir ist absolut klar, dass das ein politisch aufgeladenes Thema ist und ein Reizthema und auch ziemlich hart klingt. Aber es ist ein notwendiger Bestandteil im Immobilienbusiness, denn nur so kann günstiger Wohnraum erhalten und neuer günstiger Wohnraum auch geschaffen werden. Der US-Immobilienmarkt birgt mit dieser Flexibilität Vorteile für beide Seiten, also für Mieter und Vermieter. Bevor es zu einer Eviction kommt, muss eine ganze Menge vorher schon schiefgelaufen sein und niemand muss es so weit kommen lassen. Wenn dir das Video hier gefällt, lass mir auf jeden Fall ein Like da. Im Teil 2 stelle ich dir einen Kandidaten vor, der seine Zwangsräumung mehr als verdiente. Tragisch wurde das Ganze leider nur für andere Beteiligte, aber mehr dazu im Teil 2. Um diesen nicht zu verpassen, schlage ich vor, lass mir ein Abo da, aktiviere die Glocke und dann wirst du sofort benachrichtigt, wenn der Teil 2 dieses Videos hier online geht. Jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im zweiten Teil dieses Videos. Bis dahin.